Herzlich willkommen zum kleinen Test für Prey Dummies von Trixi. Das sind Futterdummies für eure Hunde, da könnt ihr Futter reintun für unterwegs, ihr könnt damit trainieren und sonst irgendwas. Wir vergleichen die Dinger im Einsatz, wie sie sich verhalten, was die Gefahren sind, die Vorteile, die Nachteile, verschiedene Größen und sogar mit anderen Dummies von anderen Herstellern vergleichen wir heute. Ich bevorzuge den kleinsten Prey Dummy in der Größe 5x12 cm, da ich einen West Highland White Terrier habe und für den reicht es vollkommen aus. Das ist so groß wie eine Hand, den kann ich nämlich auch in eine Hosentasche stecken und habe so immer Spielzeug und Futter in einem für den Hund dabei. Der Prey Dummy lässt sich außen mit einer Lasche sichern mit einem Klettverschluss dran. In der kleinsten Variante ist eine Fläche Klettverschlussband verarbeitet, bei den größeren sind es zwei einzelne Stücken. Das Innere vom Prey Dummy ist dann nochmal mit einem Reißverschluss gesichert, sodass der Hund da wirklich nicht ans Futter kommt. Und das Innenleben an sich ist auch abwaschbar, sodass der Hersteller sagt, es ist auch für Nassfutter geeignet. Ich persönlich verwende darin kein Nassfutter, weil ich trage das Ding auch mal in der Hosentasche mit mir rum und das ist dann echt unangenehm. Gerade wenn der Reißverschluss nicht wirklich abschließt hinten und man hat Nassfutter in der Hosentasche, das kann zu ganz bösen Unfällen führen. Am Ende des Prey Dummies befindet sich noch eine Lasche mit einem Metallring. Dadurch ist ein kleines Stück Seil immer gezogen und an diesem Stück Seil ist noch so ein Holzstück als Wurfhilfe oder als Knotenhilfe angebunden. Das bei den Trixis ist immer aus Echtholz bis jetzt. Also jede Variante, die ich hatte, war aus Echtholz. Ich verwende die Prey Dummies vor allem als Apportierspielzeug und als Futterbeutel für unterwegs. Der Hund kann sich so immer eine kleine Belohnung verdienen und man ist relativ freigestellt, wie man den Futterdummy dann verwenden möchte. Ich kann den einmal werfen, der Hund bringt ihn mir wieder, ich kann ihn verstecken, der Hund kann ihn suchen. An der Vario-Leine von Flexi verwende ich ihn auch als Zerspielzeug. Außerdem ist meine Westie-Dame extrem stolz darauf, dass sie beim Gassi-Gehen ab und zu den Futterbeutel einfach so mitschleppen darf wie ihr kleines Handtäschchen. Je nach Angebot kosten die Prey Dummies in der kleinsten Größe irgendwas um die 4 Euro bis hochgehend zu, ich sag mal, 10, 11 Euro die ganz großen Dinger. Kommt aber immer darauf an, wo man gerade bei welchen Anbietern nachguckt. Wenn ihr selber Prey Dummies kaufen wollt, dann schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Da gibt es einen Link zu Amazon, da werden die Dinger immer vertickt und ich verdiene noch ein paar Cent dabei. Wäre schön von euch, Dankeschön. Solltet ihr noch Fragen haben, könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich versuche dann alles zu beantworten, soweit es mir irgendwie möglich ist. Wenn euch das Video gefällt, könnt ihr auch ein Däumchen nach oben da lassen oder sogar den ganzen Kanal kostenlos abonnieren. Jetzt wird es aber endlich Zeit, dass wir uns genauer mit dem Prey Dummy beschäftigen. Dazu habe ich hier auf den wunderschönen Drehteller mal ein Nigelnagel 9 Prey Dummy aufgelegt gegen einen, den ich schon 3-4 Monate im Einsatz habe. Die Dinger sind bei mir ein durchlaufender Posten und ich bestelle davon wirklich oft welche. Das liegt vor allem daran, dass die irgendwann mal an den Nähten aufgehen, dass der Klettverschluss nachgibt, dass der Reißverschluss nachgibt und vor allem auch meine Lebensgefährtin, die gerne mal die Dinger einfach in die Bäume pfeffert und dann nicht mehr rankommt. Obwohl der Prey Dummy hier eine braune Farbe hat, sieht man, der ist dann nach einer gewissen Zeit einfach durch. Ich versuche die auch mit der Handwäsche mal zu waschen, aber der hier ist ein bisschen fleckig, der ist ein bisschen speckig. Das Seil hat dann auch keine schöne Farbe mehr. Man sieht, der ist einfach durch und den dann noch mit Hundefutter in der Hosentasche zu tragen, naja, also das muss ja nicht immer sein, da gibt es dann halt ab und zu mal einen neuen. Das Problem potenziert sich dann, wenn man eben sich nicht für eine braune Variante vom Prey Dummy entschieden hat, sondern für die weiße Variante. Gut, der ist jetzt nicht schneeweiß, wenn der ankommt, der hat so eine leichte Eierfarbe, aber trotzdem. Hier auf dem Drehteller jetzt der alte Prey Dummy in braun in der kleinen Größe und der große weiße Prey Dummy und ihr seht, viel ist an dem nicht mehr weiß. Im großen weißen Prey Dummy bekomme ich dementsprechend mehr Futter rein. Da kriege ich eventuell 2 Tagesrationen für meinen Hund unter. In den kleinen gerade so mit Hängen und Würgen eine Tagesration. Allerdings für Ausflüge oder sowas ist es echt praktisch. Und abends Nassfutter gibt es dann eben zu Hause von der Schüssel. Jetzt aber genug mit den allgemeinen Informationen. Wir wollen jetzt nicht nur Lobpudeln, sondern auch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen mit den Prey Dummies. Was sind die eigentlichen Vorteile, was sind die eigentlichen Nachteile von dem Prey Dummy von Trixi? Wie man schon sieht, hier, die Dinger werden fleckig, die werden speckig, irgendwann gehören die halt meiner Waschmaschine und deswegen haben die auch nur eine begrenzte Lebensdauer.
Einer der größten Schwachstellen beim Prey Dummy ist außen der Klettverschluss. Die Fläche ist zu klein und wenn man das Ding draußen im Einsatz hat, dann hält der Klettverschluss einfach nach ein, zwei Wochen nicht mehr wirklich. Ich versuche den dann ab und zu noch auszubürsten und irgendwie auszufransen, dann geht es wieder eine Woche lang. Aber der Klettverschluss außen ist eigentlich für diese Art von Dummy zu schwach. Zudem platzt noch gerne die Farbe vom Reißverschluss ab. Gut, da kann man jetzt noch drüber hinwegsehen, aber hinten die Metallschlaufe an der Lasche, wo das Seil durchgeführt ist, die geht ganz schnell verloren. Die hängt dann lose am Seil und die kann außen auch relativ scharfkantig sein. Ich nehme deswegen mittlerweile eine Zange und knipse diese Lasche als erstes aus und versuche dieses Loch nochmal irgendwie sauber abzunähen, damit der Prey Dummy einfach ein bisschen länger hält. Und dann haben wir natürlich außen noch dieses Echtholzstück, um da irgendwelche anderen Seile anzuknoten oder als Wurfhilfe. Ich weiß ja nicht, was man sich dabei gedacht hat, aber mein Hund denkt sich dabei, was für ein tolles Stöckchen, das kann ich innerhalb von 60 Sekunden mal so richtig zernagen und dann hat man überall Holzsplitter. Also das zerlegt mein Hund instant und deswegen mache ich es auch instant wieder ab. Jetzt haben wir hier mal Vergleich zwischen dem Prey Dummy von Trixie und einem Dummy von Petland oder sowas. Der Unterschied ist vor allem, außen dieses Echtholzstück ist bei denen Vollplastik. Also das kriegt mein Hund einfach nicht zernagt. Das ist schon mal ganz gut, das kann man dann im Einsatz haben oder nicht. Oder man kann das Seil aufknoten und das Ding dann trotzdem rausnehmen. Das ist auf jeden Fall schon ein großer Vorteil. Dann die Außenlasche wird nicht mit einem Klettverschluss gesichert, sondern geht über die gesamte Länge direkt in der Tasche verarbeitet in die Lasche über und wird so immer automatisch verdeckt. Das ist ganz geschickt, weil da kann der Klettverschluss nicht kaputt gehen. Allerdings wird dadurch der Zugriff auf das Beutelinnere extrem erschwert. Auch wenn der andere Beutel insgesamt natürlich einen stabileren Eindruck macht und etwas hochwertiger verarbeitet ist, das Problem mit der Metalllasche ist da genau das gleiche. Ihr könnt hier sehen, die biegt sich da auch schon scharfkantig raus. Deswegen, es scheint so, als würden die meisten Beutel dieses Problem haben und einfach nur, weil die Stelle nicht sauber abgenäht ist, sondern mit so einer eingestanzten Metalllasche verarbeitet ist. Damit wird es auch langsam Zeit, ein kleines Fazit zu ziehen. Ja, der Prey Dummy hat Probleme. Der ist zwar grundsätzlich gut verarbeitet, was mir allerdings gar nicht gefällt, ist dieses Echtholzstück obendran, was mein Hund wirklich jedes Mal zerlegt. Dann, es kann sein, dass ab und zu mal Nähte platzen oder sonst irgendwas, dann ist das Ding natürlich auch hin. Und die Metalllasche oben, die geht wirklich gar nicht. Über den Klettverschluss kann ich locker hinwegsehen. Ganz ehrlich, der Hund trägt sogar die Tasche ganz gerne an dieser Lasche herum. Wie ihr hier sehen könnt, ich bin Großabnehmer für den Prey Dummy, weil mein Hund hat damit verdammt viel Spaß und ich bleibe Trixie bei der Marke und bei dem Produkt auch treu.